Hallo, Doris. Hallo. Na? Na, wie geht's dir? Wie es mir geht? Ja. Ich bin geschockt. Ja, ich glaube, die zwei müssen mal Tacheles reden hier. Du bist deinen Kindern peinlich, wie du rumläufst. Hast du überhaupt mal im Spiegel geguckt, wie du rumläufst? Findest du jetzt irgendwas an deiner Hose fest? Oder an meinen Turnschuhen? Und auch aus dem Turnschuh, ja. Ja, sind die Turnschuhe okay? Ja, nee. Dein ganzes Outfit ist mein peinlich. Mein ganzes Outfit ist peinlich für dich. Ja, streng dich mal vor. Streng dich mal. Alles peinlich für dich, nicht wahr? Ich kann auch rumtanzen, wie ich will. Das ist peinlich für dich, nicht wahr? Oh Gott. Stört es dich, dass ich jetzt, reißt dir das nicht das Herz, wenn deine Kinder sagen, du bist peinlich, du siehst diese Kleider im Schrank und sagst, ey, das war der Hammer, das war der Hammer, warum hast du mir das so anziehen in die Licht? Das war ein Spaß. Ein bisschen Spaß verspielt, das ist dein Problem. Weißt du was, deine Kinder haben mit mir geweint. Die haben mit mir geweint. Echt? Sie hat mir in den Arm gelegt, der mit mir geweint. Weißt du, was sie gesagt haben? Wir wollen nicht, dass du gehst. Wir wollen nicht, dass du gehst. Da lachst du. Ich würde heulen an deiner Stelle. Werd doch mal wach, Mädel. Werd doch mal wach. Deine Kinder haben sich ja nicht mal von mir anfassen lassen. Ja, das ist mir mal zu denken gegeben, Mama. Deine haben mich geknuddelt und gedrückt und geküsst, Mama. Nein, die wollten mich gar nicht fragen lassen. Meine Kinder sind herzlich. Wenn also meine Kinder immer verstanden, ist die Alte weg, ne? Wenn sie sagen, die jubeln, ich feiere eine Party zu Hause. Meine Kinder sind deine Kinder sitzen nicht zu Hause und heulen. Wie heulen, dass ich nicht mehr da bin? Mein Tobi. Mein Tobi. Tobi. Immer wenn ich von deinen Kindern habe, warum denkst du von Tobi an, Mensch? Werd doch mal wach! Werd doch mal wach! Das wird total schief in deinem Leben, Mama. Hast du deinen Kindern mal gesagt, wie toll sie sind? Ja, nein, hast du nicht. Das haben sie noch nie gehört. Natürlich hat sie. Nein, ach ja, toll. Das ist eine Klatsche, ehrlich. Du hast den Schuss nicht gehört. Oh, danke. Ich habe deinen Töchtern gesagt, hör auf zu singen, ey, sonst wirke ich dir gleich aus. Du flippst auch, genau. Ich rede dir was von deinen Kindern, das willst du gar nicht wissen, wie es denen geht. Danke. Du spinnst. Danke. Oh Mann, ey. Scheiße, ich war mit deinen Kindern shoppen, ne? Du bist ja, ganz schön aggressiv, muss ich sagen. Ja, ich flippe hier gleich aus, ja, weil du so Banane bist. Du bist so Banane, Mama. Ich war mit deinen Kindern shoppen. Warum bist du so aggressiv? Ich weiß, dass du mit meinen Kindern... Dann unterbrichst du mich gleich wieder. Hör doch mal, weißt du? Mensch! Lachst du nur? Meinst du? Ich war mit deinen Kindern shoppen, die haben es zum Kopf gemacht, hör mal. Die wollten dir irgendwas Gutes tun. Mama, wir wollen Mama mal was Schönes kaufen. Weißt du was? Hier, schmeiß dir die um die Ohren, aber kannst du Putzlappen draus machen. Nur Achtung, eine Male. Gott, also mir geht's gut. Ich finde, dass ich diese Zeit mit Gott gut überstanden habe. Und ich bin froh, dass ich wieder zu meinen Kindern und zu meinem Tobi zurück kann. Halleluja. Bist du jetzt am Beten oder was? Nee, ich bin am fertig werden. Wir sind jetzt fertig. Ich dachte, ich fahre in die Psychiatrie, hör mal. Lass dich einweisen. Echt? Mach dir Gedanken über deine Kinder. Naja, das kannst du auch machen. Kannst du auch einweisen lassen. Ich bin stolz auf meine Kinder. Ich habe eine super Familie.
Die Kinder sind auch stolz auf mich, aber die Kinder, deine Kinder sind nicht stolz auf dich. Aber gastfreundlich sind sie halt nicht, ne? Gastfreundlich sind sie halt nicht. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich bin so leid, deine Kinder.